Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Kapitän of Industry. So, wir müssen hier unten noch das Rezept angeben, was wir gerne machen würden. Und zwar das da. Uch, Entschuldigung. Ich habe gerade gefrühstückt. Jetzt geht es mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Nach einem Frühstück geht es einem immer gut. So, okay. Also, die Betonmischer sind am Laufen. Und somit läuft hier der Spaß. So, wir beschleunigen das Ganze wieder ein bisschen. Beton läuft hoch. Wir können also jetzt oben auch mal überlegen, was wird mit dem Beton aktuell gemacht. Und zwar eigentlich nur eine Sache, und zwar hier Konstruktionsteile. Heißt also, wir werden jetzt hier anfangen, Konstruktionsteile zu bauen. Es ist die Frage, wie machen wir es? Ich würde jetzt erstmal tatsächlich nur die normale Montage benutzen. Hat den Hintergrund. Wir haben noch nicht die Serverkapazitäten dafür. So, und zwar Beton. So, genau. Und Eisen. Eisen haben wir schon hier. Das ist gut. Bedeutet, wir werden uns einmal einen Schlucken Eisen da unten nehmen und einen Schlucken Beton nehmen. Und wir brauchen hier noch Holz. Mhm. Jetzt ist die große Frage, wie machen wir das mit dem Holz? Und allgemein mit den Items. Die müssten wir jetzt auch hier irgendwie ranschaffen. Die müssten wir ja jetzt auch irgendwie hier ranschaffen. Tam, 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 tam. Ich überlege gerade. Also einen von beiden. Wir machen hier, und dann von unten nochmal Kisten hin. Also so Lager. Das könnte man machen. Heißt also, aber hier wollten wir ja eigentlich auch die Dingsbums bauen. Wie heißt das denn? Die nochmal eine Produktion. Okay, auf dem grünen Zweig bin ich noch nicht. Auf einem grünen Zweig bin ich noch nicht. Tam, tam, tam. Oh. Da fehlt ja noch was zu bauen, aber egal. Auf jeden Fall müsste er dann hier den Beton rausgeholt haben. Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Gut. Ja, hier wollten wir hin. Was machen wir denn nun? Das ist die Frage aller Fragen. Sicher bin ich mir wirklich noch nicht. Also wir müssten hier noch eine Holzlinie bauen. Das steht auf jeden Fall fest. So, heißt also, wir gehen schon mal hier hin. Jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn wir hier unten sind? Gibt wieder mehrere Möglichkeiten. Ah, warte mal, ich habe die Möglichkeit, glaube ich. Ich glaube, ich habe die Möglichkeit. Moment. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wie viel Platz das in Anspruch nehmen würde. Würde sie einfach hier hinbauen. Aber dann hast du auch hier wieder Platzmangel irgendwann. Also eher hier hin, aber dann haben wir das noch im Visier. Okay, das ist wirklich doof. Eine Möglichkeit gibt es, und das war die, die ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Wir bauen sie. Oh, warte mal, wir bauen sie hier hin. Hier dürfte sie eigentlich keiner stören erstmal. Dürfte es keinen stören erstmal. So. Klack.
Hier kommt Holz rein. Holz. Und zwar voll. Okay. Dann würde das nämlich genau funktionieren. So, hier bauen wir raus. Und können dann zwei Reihen eigentlich abreißen, sobald wir das hier richtig haben. Eins, zwei, drei. Okay. Das ist halt super scheiße gebaut, merke ich gerade. Das ist ja richtig scheiße gebaut. Okay, warte mal, das ist aber richtig, richtig scheiße gebaut. Entschuldigung, die Stimme will wieder weg. So, warte mal, das bauen wir nochmal ganz kurz ab hier. Das ist ja richtig scheiße gebaut. Kein Platz, keine verfügbaren Bauten, okay. Wo bist denn du dran? Okay. Heißt also, wir müssten hier ein bisschen verschütten noch, dass wir hier weiter abgrasen können. In der Zwischenzeit könnt ihr, wenn ihr wollt, das Stück dann noch machen. So, und hier müssten wir vielleicht auch nochmal irgendwie, dass sie da besser durchkommen. Dass die da besser durchkommen. Gut, dann haben wir das nämlich auch. So, LKWs fahren alle. Das steht alles. Aber noch nicht richtig. Oder obwohl, warte mal. Wir müssen gleich mal ein bisschen was testen. Mann! Wir müssen noch mal was testen. Ich sollte die Dinger hier hinbauen. Aber das bringt halt auch nichts, weil mindestens zwei. Okay, wir müssten eigentlich drei Felder nach links. Drei Felder nach links und dann. Warum kann ich das hier nicht ausschneiden und versetzen? Okay, da müssen wir es halt doch löschen, kopieren und drei Felder nach links, also so hier. Dann werden es, okay, machen wir es hier. Dann haben wir es auf jeden Fall. So. Dann hoffen wir mal, dass die schnell hier abbauen. Entschuldigung, Stimme macht mir gerade zu schaffen. Vielleicht werde ich doch krank. So, okay. Also noch ein Versuch. Holz lassen wir unten. Und werden das immer an der obersten Ecke anschließen. So, dann kommt hier das Eisen, könnten wir eigentlich von da oben nehmen direkt, oder? Welcher Höhe bist du eigentlich? Ja, passt. So, bis dahin. Dann bauen wir dich direkt mal dran. Okay, dann haben wir das. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir noch Beton. Beton müssen wir halt noch ein bisschen ziehen hier leider. Müsste noch eine hoch. So. So. Nein. Wirklich nicht? Okay, das ist aber auch ein bisschen viel zu hoch, ne? Merke ich gerade. Warte mal, das muss nochmal weg hier. Das ist ja viel zu hoch. Eins, zwei.
Oh, oh. So. Okay. Jetzt aber. Okay, jetzt funktioniert's. Bisschen Anlaufschwierigkeit mal wieder. Okay, das. Und das. Okay. So, was habt ihr jetzt hier eigentlich für Probleme? Ihr habt so viel Flächen zum Abmontieren wegzubringen. Und ihr sagt die ganze Zeit, ihr kommt hier nicht durch. Warum sagt ihr denn, ihr kommt hier nicht durch? Ihr könnt doch ganz lange fahren. Ihr könnt hier durch, ihr könnt dort durch. Ich hab euch ja doch hier... Also, die fahren ja auch da alle lang. Ich weiß nicht, wo euer Problem liegt. Ja, da kommt er auf jeden Fall nicht hin. Das ist mir klar. Aber hier? Dort? Moment. Da? Warum sollst du da nicht hinkommen? Kommst du da nicht hin, weil du wirklich zu fett bist? Warte mal, der könnte hier lang fahren. Hier rüber. Ah, er kommt da wirklich nicht durch. Okay, warte mal. Das kriegen wir doch, glaube ich, gelöst. Boah, das wird halt wieder eine Riesenfläche, aber dürfte relativ schnell gehen. So, okay. Und jetzt ist nur noch der hier unten, aber das ist kein Problem. Aber die müssten jetzt alle da losfahren und hier aufschütten. Genau. Und dann dürften die nämlich da auch ziemlich schnell alle dran vorbeifahren können. Okay, hier ist jetzt richtig Highlife. Alter Schwede. Okay, ich glaube, jetzt können sie auch schon hier lang fahren. Sehr gut. Somit haben wir dieses Problem auch gelöst. Was machen die eigentlich? Die sind am Baggern hier. Weil wir sollten auch langsam mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen Erde aufgetürmt bekommen. Da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir da ein bisschen Erde aufgetürmt bekommen. Das machen wir schon mal weg. Jetzt dürftet hier auch wieder ein bisschen vorangehen. Super. Okay, wir machen hier weiter. Entschuldigung. Ich habe nur geguckt, ob wirklich alles funktioniert, so wie es soll. Aber es funktioniert alles so, wie es soll. Also können wir hier auch weitermachen. So, was ist das? Was ist das? Okay, das heißt jetzt eigentlich, könnten wir das hier komplett abreißen und das hier komplett abreißen, weil wir die ja jetzt nicht mehr brauchen, richtig? Also, das kommt einmal weg und das kommt einmal weg. So, das müssen wir gleich nur noch irgendwie einmal anbinden, da. Aber das kann tatsächlich alles weg. Wir brauchen es hier nicht mehr. Was ist eigentlich mit dem Beton los? Ist das Ding immer noch nicht fertig, oder was? Nö, tatsächlich nicht. 7 Stück hat er schon. Sehr gut, gratuliere. So, das bauen wir einmal nach hier oben, dann dahin, hier bleiben wir kurz stehen, dann reißen wir das ab, ne, das nicht,
Das nicht. Dann reißen wir das ab. Stimme. Bleib bitte da. Und dann reißen wir das ab. Dann können wir das nämlich auch abreißen. Dann haben wir wieder eine Linie hier weniger im... Meine Güte, es tut mir leid. Die Stimme macht gerade, was sie will. Okay. Frage ist, sollten wir wieder einen kleinen Zwischentank irgendwo hinbauen? Also, dass wir irgendwo einen kleinen Speicher besitzen? Weiß ich halt nicht. Eigentlich sollten wir, ne? Eigentlich sollten wir. Wir haben es hier auch gemacht. Wir machen es hier auch. So, das kommt nochmal weg. Das machen wir im Schnell. Dass wir hier so einen mittelgroßen... Wie habe ich denn das da hingebaut? Okay. Muss denn hier noch irgendwas raus? Eigentlich nicht, ne? Ich lasse mal Platz. Falls da noch mal was raus möchte. Ich lasse da mal Platz. So. Das ist mir egal. Und das kann weg. Okay. Das wird jetzt alles nach und nach gebaut, irgendwie. Hoffe ich. Hier werden noch ein paar Sachen abgerissen. Wir haben gerade keine gelben Konstruktionsteile, weil die grauen fehlen. Die grauen liegen halt, stehen halt, weil wir... Okay. Aber solltet ihr dann nicht trotz alledem die Dinger dann fahren? Interessant. Ah, okay, weil die bestimmt super ausgelastet sind. Ist da halt gerade nichts. Wie schnell das geht, ne? Das ist... Okay, wir schippen hier oben auch einiges weg. Das muss man auch sagen. Okay. Was sagt die Brücke? Die Brücke sagt... Oh ja. Was hat denn da? Okay, das ist einfach nur eine dicke Linie. Alles gut. Ja, ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen im Leerlauf. Wir sind gerade so ein bisschen im Leerlauf, muss ich sagen. Das Ding kann weg übrigens. Jo, das kann weg. Der kann einfach in den Müll. Tatsächlich. Dann könntet ihr eigentlich die Sachen von da nach da bringen, oder nicht? Nö. Tut ihr nicht? Ah, ihr baut das Ding zuerst. Das finde ich auch gut. Das finde ich sogar noch viel besser. Okay, was habt ihr? Kalkstein habt nix. Oha. Okay. Dann. Bitteschön. Habt ihr die nächste Ecke? Sandkohle, bla. Hier reißen wir gerade fleißig ab. Die haben auch immer mal ein bisschen Kohle drin. Also so ist es nicht. Ja, wir müssen, die Brücke muss halt fertig werden, weil wir hier an diese Kohle haben wollen, ne? Das ist halt das was ich gerne machen würde. Hier oben müssen wir abreißen, weil wir neue Farmen brauchen. Habe ich ja gerade richtig gesehen? Ah, nee, okay, alles gut. Hier brauchen wir halt neue Farmen. Dass wir hier einfach ein bisschen mehr... Warum haben wir denn jetzt auf einmal wieder so viel Mais? War nicht Mais einer der letzten, die wir eingesetzt haben? Ja. Okay. Was können wir denn mit dem Mais noch machen? Mais. Okay. Wir können machen Maisbrei. Imbiss. Tierfutter. Okay, sollten wir da Tierfutter draus machen?
sollten wieder daraus Tierfutter machen. Dum, 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 dum. Tierfutter zu Kompost. Tierfutter zu Kompost. Kompost zu Dünger. Oder machen wir Maisbrei draus? Maisbrei. Könnten wir dann zu Ethanol mit Sauerstoff machen? Ethanol ist halt auch eigentlich ganz cool, ne? Mit Ethanol kann man ja auch noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel Dampf. Zum Beispiel Benzin. Aber hatten wir nicht Soja? Raps und Soja, Raps und Soja, Raps und Soja. Was wollt ihr eigentlich alle da? Was wollt ihr da wegbringen? Warum ist das eigentlich verstopft? Ach so, Speiseöl geht nicht raus. Speiseöl, Ethanol. Okay, warte mal, aber hier ist Ethanol mit ohne Maisbrei. Okay, sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir da einen kleinen Zusatz machen mit Maisbrei. Sollten wir uns vielleicht überlegen. Okay, jetzt ist genug Beton da, aber die liefern das halt hier nicht rüber. Problem. Das Ding kann eigentlich auch weg. So, warte mal, das Ding kann auf jeden Fall weg. Okay, wir reißen mal weiter hier ab. Was wir einfach wirklich nicht mehr brauchen. So. Das Holz kann hier weg. Ich glaube, hier kann Holz allgemein weg, ne? Also weil... Oder warte mal, da ist noch Holz oben. Macht er damit? Holzschnitzel für Papier. Hm, okay. Alles gut. So. Okay. Die Produktion dürfte jetzt langsam wieder anlaufen. Ich würde tatsächlich auch gerne den zweiten und den dritten Step daneben machen wollen. Müssen wir da mal gucken. Wie? Jetzt sind sie fertig oder was? Tatsächlich. Ja dann. Habt Spaß. Würde ich behaupten, habt Spaß. Wir werden mal versuchen, das Ganze jetzt aufzuschütten. Und zwar mit ihm hier. Er ist nämlich unser Aufschütter. Weil dann darf man hier nämlich nur Erde verballern. So, wir lassen ein bisschen Platz. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil wir ja von unten dann anfangen. So, und zwar würde ich hier gerne einmal Erde verschütten. Und zwar auf der kompletten Länge. So. Okay. Gut, das ist auch gemacht. Dürften die gleich hier die Erde abholen. Also von hier aus die Erde nach da verfrachten und ja. Dürfte ziemlich schnell vorangehen. Dass der Wald so scheiße aussieht, das ist ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen noch eine Pflanzmaschine, kann das sein? Wir brauchen noch eine Pflanzmaschine. Baumpflanze. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine. So, okay. Dann haben wir das nämlich jetzt auch endlich. Also die Fläche ist fertig, die Fläche ist fertig. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
und zusehen. Ich wünsche. Habe ich doch schon gesagt. Ich wünsche einen anständigen und schönen Tag. Habe ich schon gesagt. Aber egal. Sagen wir es nochmal. Und ja, vielleicht hört und sieht man sich in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und sage bis dahin. Tschüss.